Ahoi, liebe Messefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist wieder soweit. Wir schauen uns ein Fahrzeug hier auf den Caravan Salon Düsseldorf an. Den Clever Aventuro 600. Bin sehr gespannt. Der Schwestermodell vom Roadster X von Pössl. Ob die gegebenenfalls gleich sind oder nicht, das werdet ihr später mal sehen. Aber jetzt wollen wir uns dieses Fahrzeug anschauen. Und zwar eigentlich, wann schauen wir uns an? Nach dem Intro. Der bekannte Mercedes, so ein bisschen auf Offroad gemacht natürlich, so, muss ich euch mal kurz zeigen. So, am Eingang gleich Kühlschrank, ja gut, ne? Schön von außen, von innen, ist doch super, gute Sache. Dreisitzer, die Dinette ist hier klein, aber dafür ist es ein schöner breiter Sitz, wo man gut drauf sitzen kann, die bekannten Sitze sozusagen von dem Mercedes. Und hier vorne haben wir noch ein Fach, das Fach. Da haben wir dann sozusagen ein paar Schuhmöglichkeiten, Ablagemöglichkeiten drin. Dann natürlich den Sitz hier vor, den Tisch hier vorne. Und wir haben hier vorne auch ein wenig Ablagemöglichkeiten. Also doch, das ist schon eine ganze Menge, muss man ja sagen, an Fächern und so weiter. Hier könnte man wahrscheinlich TV und Co. reinbauen. Dann gibt es natürlich rechts noch ein Ablagefach. Also es gibt schon Möglichkeiten, hier ein bisschen was zu verstauen. Küchenbereich. Klar, hier vorne ist der Kühlschrank, da geht natürlich nichts, das ist logisch. Und ansonsten, dann haben wir hier noch Schubladen. Die sind natürlich etwas schwergängig, aber dafür sind sie stabil, robust. Das muss man halt auch sagen. Hier gibt es noch einen Schrank. Und um die Arbeitsfläche zu erweitern, können wir das Ganze hier mit der Arbeitsflächenerweiterung noch mal verlängern. Dann haben wir hier Kocher und so weiter. Schön ist, dass wir hier noch mal Ablagemöglichkeiten haben zur linken Seite und hier auch Haken zur rechten Seite. Das ist ganz gut gemacht. Über Kochbereich eine ganze Menge Staufläche. Also da kriegt man doch gut was rein. Auch so ein bisschen Softclos. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal ins Bad. Hier im Bad haben wir die Schiebe, Spiegel zu beiden Seiten, tiefe Fächer, kann man viel reinpacken. Ein Fenster in die Richtung, nach oben ist nichts. Hier ist die Duschhalterung zur rechten Seite und da ist die Duschbrause dann dazu. Waschbecken extra, also das heißt zwei Mischbatterien, das ist ja auch ganz nett gemacht, ganz gut. Indirektes Licht, sehr schön gemacht. Ja, dann haben wir hier noch ein Fach, denke ich mal. Oder ist doch kein Fach? Nee, ist kein Fach. Das ist eine Trittstufe, damit man halt natürlich ins Bett kommt. Also, super Sache. So, da geht's weiter nach hinten. Dann haben wir hier wieder Stauflächenmöglichkeiten. Alles mit indirektem Licht hier. Beziehungsweise mit so Spots sind das. Die haben gleich übrigens USB drin. Das ist super. Schiebefenster zu der Seite, damit das Ganze, damit die Tür von außen natürlich nicht beschädigt wird. Nach hinten raus haben wir Fenster, zwei Stück. Und zur rechten Seite haben wir ein tiefes Fach, wo die Füße natürlich perfekt reinpassen. Also Liegefläche ist schon ziemlich groß, würde ich sagen. Rechte Seite auch nochmal große Stauffächer, aber nach hinten ist halt nichts. Hier ist ein Max-Vent verbaut. Der sorgt dann dafür, dass die warme Luft rauskommt oder halt gelüftet werden kann im Fahrzeug. Schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von hinten an und dann würde ich sagen, schauen wir uns das nochmal von außen an. Einmal von hinten geschaut in den Laderaum. Mega viel Platz. Dort haben wir noch so eine Traverse, das geht rüber dann als Versorgungsschacht. Logischerweise muss man natürlich da, dann ist es nicht ebenerdig, da muss man halt gucken, was man da macht. Rechte Seite noch Staufächer und hier zur linken Seite haben wir dann Gasfach. Und das ist wieder schön, dass wir von hinten rankommen. Und was ich auch mega gut finde, ist, dass man hier gleich noch dafür gesorgt hat, noch ein bisschen Ablagemöglichkeiten zu schaffen. In den meisten Fällen ist das ja nicht so. Ich weiß auch nicht, ob das generell erst eingetragen werden muss, weil wegen Gas und so weiter soll man ja irgendwie keine Sachen reinlegen oder so. Aber vielleicht ist das ja hier machbar.
Ja, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal von außen das Fahrzeug. Kommt natürlich schön in Schwarz. Und bisschen Offroad-Style. Die Kunststoffteile sind hier nicht lackiert, damit das natürlich auch nicht gleich kaputt geht. Also passt super für den Offroad-Bereich. Ja, Versorgung. Eine Sache muss ich euch auf der anderen Seite nochmal zeigen. Da gehen wir nochmal rum. Gehen wir ein bisschen schneller. Das ist hier dieser Slide-Out übrigens, ne? Damit das so extrem breit wird. Das muss man sich nochmal anschauen. Und dadurch habt ihr eine riesen Liegefläche. Aber zu der Seite habt ihr die Möglichkeit, noch einen Gasanschluss oder auch TV-Anschluss. Das ist doch eine super Sache. Kann man draußen doch die Versorgung noch haben. Ach ja, hier vorne im Bereich haben wir noch eine Schublade. So, oder ein Fach, eher gesagt. Da kann man noch so mal vielleicht Regenschirme oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, reinpacken. Der Clever Aventuro 600, würde ich sagen, scheint wohl ein 4x4 zu sein. Naja, klar, ist Offroad. Also ist ja nicht immer gesagt, aber das ist auf jeden Fall der Fall hier. Genau, das fällt auf allgemein bei den ganzen Fahrzeugen, was so neu ist. Sehr viel Offroad, Offroad, Offroad. Ich gucke gerade bei Julia Camper zum Beispiel rüber. Ist so eine Schneise bei mir. Auch Offroad. Mal gucken, ob wir noch ein Fahrzeug davon zeigen. Ja. So wie er hier stehen würde, kostet er 105.612 Euro. Der Grundpreis liege bei 99.000 Euro. Und falls ihr euch wundert, warum wir immer so hell werden, wir werden hier gespotlightet. Genau, das Fahrzeug wird natürlich in Szene gesetzt. Genau. Das, glaube ich, soll es aber gewesen sein zu dem Fahrzeug. Ja. Wie gesagt, fahrt zu eurem Cleverhändler, fahrt zu den Messen, da wo das Fahrzeug vorgestellt wird, damit ihr es euch wirklich mal ansehen könnt und anfassen könnt. Wie gesagt, ist mal ein ganz anderes Holz, habe ich so auch noch nicht gesehen. Mhm. Ja. Aber sieht schick aus, also so ist nicht. Das kann man auf jeden Fall nicht meckern. Mhm. In diesem Sinne, soll es aber das gewesen sein. Bleibt uns gesund, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Aber was wundert jetzt alles?